Das Wattenmeer. Eine Gestalt in weißer Uniform geht der Sonne entgegen. Wir haben so lange gewartet. In einem Restaurant? Auf unser neues Leben. Am Zweiertisch. Wie war es früher? In weißen Lettern. Das Warten hat ein Ende. Ein Holzvertäfel für das Büro. Wissen Sie, worum es geht? Ein Beamter raucht Pfeife. Die Deutsche Filmakademie präsentiert: Zusammenkommen, das Leben feiern. Eine Überraschungsparty. Dann fangen wir jetzt an. Die deutschen Filme des Jahres. Es geht wieder los. Jim Knopf und Lukas. Man nicht Tom Kruse. Daniel Brühl betritt eine Bar. Piraten entern ein Schiff. Wer gewinnt den deutschen Filmpreis? Warum schaut der Depp in die Kamera? Oliver Masucci als Fassbinder. Sebastian Blumberg im Schnee. Der Höhepunkt des Filmjahres. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Maren Eggert schmunzelt. Ihr werdet ein super. Paulina Roginski grinst. Ich spüre das. Der deutsche Filmpreis 2021. Am 1. Oktober im ZDF.